bitte das Datum dazu. Bitte. 24. Ich möchte nur Folgendes sagen, dass ich keinen Vortrag halten werde, weil da müsst ihr ungeheuer viel Gescheites sagen, sondern ich möchte eigentlich den Lauf meiner Entstehungsgeschichte als Künstler eigentlich darstellen, was vielleicht für das Publikum interessanter ist, als wenn ich jetzt einen ungeheuer gescheiten Vortrag halten würde, den es ja in Manuskripten vielfältigerweise gibt. Also ich habe ja sehr viele Vorträge gehalten und bin eben jetzt der Auffassung, dass ich mehr eigentlich über das spreche, was mich, wie ich zur Kunst gekommen bin und wie, was eigentlich die Einflüsse waren. Denn die Kunst entsteht ja durch die Kunst, also nicht durch Naturbetrachtung, so wie man es immer sich vorstellt, so, oder man arbeitet ewig an irgendwelchen Akten und alles Mögliche. Das sind alles nur Übungsversuche, die natürlich eine große Rolle spielen. Aber entscheidend sind eigentlich die Einflüsse, die man von außen bekommt. Einflüsse, die unmittelbar oder komischerweise plötzlich eintreten. Also bei mir sind es eigentlich drei Künstler, die für mich wichtig sind. Das ist einerseits das plastische Werk von Picasso, Masson als jener, der sehr stark experimentell arbeitet, und Max Ernst, dessen Teufelvorgang oder Kunst eigentlich mich sehr beschäftigt hat. Also nicht, wie mir immer vorgeworfen wird, Pollock, sondern Max Ernst, der eigentliche Auslöser dieser ganzen Art von oberflächlichen Malweise ist, also dieses Träufeln. Also der war für mich, das sind die drei Personen, die für mich eigentlich in meiner künstlerischen Geschichte wichtig sind. Wobei ich eben 1949 in Innsbruck in einer französischen Buchhandlung ein Picasso-Buch gefunden habe, und zwar Picasso's Buch über seine Plastiken. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Moment, dass ich mit der informellen Skulptur angefangen habe. Das heißt also, mich hat plötzlich diese improvisierte Art, Plastik zu machen, also ohne Ambition, also alles Mögliche zu probieren, vom Papier bis Gips und Stein und alles, was an Dinge zu finden war, die sind in diesem Buch sichtbar. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Moment. Vorher habe ich eigentlich nicht begriffen, was eigentlich Kunst ist. Man hat mich abgequält mit klare Felder zu machen, dass ja keine Holzscharte drinnen ist, also Dinge, die völlig sinnlos und dumm sind. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass ja Schulen, Kunstschulen etwas ungeheuer Kompliziertes und Schwieriges ist. Also ich würde eher vermeiden, Schulen in einem Ausmaß zu weil sie eigentlich viel zu sehr bestimmt werden vom Professor, der eigentlich sein bestimmtes Bild von Skulptur oder von Malerei hat, die dann wieder schwer ist, loszukriegen. Also es war für mich wichtig, dieses Improvisierte, dieses Zufällige, dieses Hinschmeißen, wie es eben Picasso in seiner Skulptur macht, wo er eigentlich
zum Teil sehr stark durchformt und dann zum Teil eben alles so offen lässt, also offen und für jeden zugänglich macht und eigentlich den spielerischen Moment sichtbar macht, wo man sieht, eigentlich kann man das auch. Und das, finde ich, ist der eigentliche entscheidende Moment, um zur Kunst zu kommen, eben sich frei zu machen von gewissen vorgegebenen Absichten, also viel weniger eben diese bestimmte Freiheit, die ich ja dann auch, wie ich dann Professor geworden bin, auch betätigt habe. Nicht? Also ich glaube, dass meine Schüler das bestätigen können. Ich habe sie nie in meine Arbeitsweise hineingedrängt. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, schaut mich zwar an, aber tut es ja nichts, was ich mache, weil das bringt euch nichts. Das ist eben meine Sache und nicht die Sache von euch. Also insofern war für mich eben dieser Einstieg von Picasso ungeheuer wichtig. Dabei habe ich damals auch den Buchhändler, der dann einer meiner besten Freunde wurde, den Bultmann, kennengelernt, der ja dann beim Wels und so weiter gearbeitet hat, der dort eben Buchverkäufer war. Und ich wurde dort eigentlich sein täglicher Besucher, weil ich mir das Buch zuerst nicht leisten konnte. Und ich bin jeden Tag hingegangen, das Buch anschauen. Und dann am Ende war es so abgegriffen von mir, dass er mir es billig gegeben hat. Also ich vergiss das nicht. Ich hoffe, es interessieren Ihnen diese Geschichten mehr als wenn ich jetzt über Theorien, die ich auch verzapfen könnte, aber ich glaube, dass es im Zusammenhang mit der Ausstellung viel richtiger ist, wenn Sie einen Einstieg bekommen, wie eigentlich die ganzen Dinge entstanden sind. Eben, da sind dann diese Skulpturen, die Sie ja drinnen liegen sehen, die ja zum Teil so ausufern, die ja so improvisiert wirken. Dann gibt es auch solche, die durchgeformt sind, also die, wie die böse Figur und so weiter. Also Dinge, die an Zadkin, Lipschitz und weiß ich was alles erinnert, also die mich natürlich auch beeindruckt haben in ihrer Art der Sprache, die ja etwas ganz Neues für uns war. Man darf ja nicht vergessen, dass man so 1945 ja so als ein 14-, 15-Jähriger bin ich ja so in die Kunst, wenn Sie wollen, so hineingeschmissen worden, weil ja alles verboten war zuerst unter den Nazis. Also war das ja etwas ganz Neues. Und wir hatten ja damals wirklich das Glück, dass in Innsbruck die Franzosen gekommen sind, die sehr viel für die Kunst eben getan haben und eben wirklich ein breites Angebot an französischer Kunst eben gebracht haben, wo eben von Matisse bis Picasso bis Hartung und so weiter eigentlich alles zu sehen war. Was sehr wichtig war, wir haben dadurch habe ich zum Beispiel erst einen Eindruck gekriegt. Also ich kann mich erinnern, wie ich da in der Gewerbeschule war, hat man mir immer erklärt, ja, nicht dorthin gehen, da wird man verdorben. Das ist eine schreckliche Geschichte, also ja, nicht hingehen. Also ich bin trotzdem hingegangen und bin eigentlich froh, dass ich alle diese Dinge dort erleben konnte. Das ist zum Teil eben der erste Einstieg von mir. Und da ich natürlich als junger, damals begeisterter Mensch war, habe ich natürlich auch an die Ideologie der Künstler geglaubt, der Ideologie, die
von Kandinsky, die Ideologie von Schönberg, die Ideologie von Webern, die Ideologie von allen möglichen Menschen. Und so habe ich ja auch eine Ideologie entwickelt, indem ich, leider ist in der Ausstellung dieser Lampenschirm nicht zu sehen, der ja damals für mich eigentlich, und das habe ich dann auch verbreitet und behauptet, deswegen heißt ja diese Skulptur, dieser Lampenschirm mit unten einer Bettfeder, diese Skulptur heißt ja Ende. Und ich war ja damals der Auffassung, nach dieser Skulptur gibt es keine Skulptur mehr. Ne? Das ist so diese ideologische Einstellung, die man eigentlich übertragen bekommen hat, wie von Künstlern wie Malevich oder also Lisicki oder wie Malevich kann man ja momentan in der Albertina unter anderem oder Lisicki sehen. Und dort ist ja eigentlich sehr stark dieser ideologische Moment drinnen, also wo es heißt, nur das und nachher gibt es nichts mehr. Das sind so Momente, die eigentlich eine große Rolle gespielt haben, eben in der Zeit, wo eben die Ideologie noch immer hereingespielt hat. Also hat bei mir auch eine Rolle gespielt. Auch bei mir war ich der Meinung, jetzt ist es aus mit der Skulptur. Trotzdem ich ganze Unmengen an Skulpturen gemacht habe. Und das Tragische ist ja, dass ich damals in Art Wanderschaft war und eigentlich diese Skulpturen alle in Innsbruck liegen gelassen habe. Und zwar habe ich da im Tiroler Landesmuseum gearbeitet, bei einem Bildhauer, dem ich geholfen habe, Engel aus dem Holz herauszuschlagen, weil ich da sehr gut war in Bewegungen machen, also Skulpturen herausklopfen aus dem Holz. Das ist ja eine Sache, die ja äußerst schwierig ist. Und wenn man das richtig macht, dann hat es ja der Bildhauer ganz leicht, weil dann braucht er eigentlich nur mehr die Überarbeitung durchführen, also die Genauigkeiten. Und ich habe dort diese ganzen Skulpturen liegen gelassen, also Hunderte, weil ich habe in diesen 3 Jahren, wo ich diese von 1949, also wie ich den Picasso gesehen habe, bis 1951, wie ich diesen Lampenschirm gemacht habe, habe ich ja wie ein Wahnsinniger gearbeitet, weil ich war so begeistert von diesen ersten großen Aufbruch, also dass mir gelungen ist, so ungeheuer viel Skulpturen zu machen, dass ich dass ich nicht gewusst habe, wo ich sie hin tun soll, da ich kein Lager, kein Geld und so weiter hatte. Und dann hat man mich einige Male aufgefordert, die Skulpturen eben irgendwie wegzutragen, dann wurden sie alle innen vernichtet, also weggeworfen. Also ein großer Teil dieser Skulpturen existiert leider nicht mehr, was mir sehr leid tut, wenn ich so nachvollziehe, wie das eben so abgelaufen ist. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht so oberflächlich, meine Ausführungen im Zusammenhang mit meinem künstlerischen Vorgang. Gleichzeitig, und das möchte ich jetzt auch betonen, habe ich ja auch informelle Bilder gemacht. Nicht? Es wird mir ja immer vorgeworfen, dass ich so und so viele Bilder nachdatiert hätte, was insofern nicht stimmt, als ich ja diese informelle Malerei auch 1949 begonnen habe und diese informelle Malerei aus Gründen der
dass ich oft in Zwiespalt geraten bin. Geht ja diese informelle Malerei parallel zu gewissen gegenständlichen Arbeiten. Das heißt, ich habe gleichzeitig, um nicht den Kontakt zu verlieren zur Kunst, habe ich eben auch weiter informell gearbeitet als Malerei, sodass es eigentlich in der Malerei bis ungefähr 1954, 1955 informelle Bilder gibt, trotzdem ich ja mit dem Ende, also mit der Aussage, jetzt ist es zu Ende, eigentlich ja aufgehört habe, informell zu arbeiten, und ich ja 1951 ja bewusst begonnen habe, gegenständlich zu arbeiten, und zwar komischerweise nicht gegenständlich realistisch in dem Sinn, sondern ich habe eben eigentlich auch ein bisschen der Blick nach Picasso und so weiter, also ein eher klassisches Prinzip hineingebracht. Da sind ja einige Bilder in der Ausstellung drin, also wo sie eben diese Gegenständlichkeit eben getragen ist von einer klassischen Aussprache. Ne? Also ich wollte nicht gegenständlich in dem Sinn sein, dass ich einen Realismus anstrebe oder angehe, der eben so eine Art Realismus der Oberflächlichkeit ist, wenn man so will, sondern ich habe einen Realismus angestrebt, der sehr klassisch bezogen ist, also eine Sprache, die eben sehr zum Teil Bezug nimmt zum Selbstporträt von mir und eben Bezug nimmt zu den klassischen Aussagen, das heißt, also Bezug nimmt oder will Bezug nehmen zu einer Klassik, die natürlich nicht erreichbar ist, aber die eigentlich von mir eine Disziplinierung verlangt hat. Um die ist es mir eigentlich gegangen, weil das informelle Malen ist das leichteste Malen, das es überhaupt gibt. Und zwar aus dem einen Grund, weil man spritzt auf die Leinwand und sofort ist ja ein Ergebnis da. Sie sind ja total zufrieden, weil sie ja das erfüllt bekommen, das man angreifen kann. Sie haben sofort ein fertiges Bild vor sich. Aber es fehlt eigentlich im Endeffekt, wenn das Bild dann ruht und dann sie Jahre dem nachgehen, so werden sie sehen, dass das im Endeffekt eigentlich ein sehr oberflächliches Ergebnis ist und eigentlich nicht die Qualität hat, die man eigentlich sich wünscht. Also der Versuch, vom Klassischen her eine Disziplinierung zu erreichen, also die Abwendung vom Informell eben in dem Sinne, dass man diese Leichtigkeit des Entstehen eines Bildes wegschiebt oder vergisst. Weil es ist nichts Angenehmeres, als wenn Sie ein Ergebnis haben. Als Künstler wollen Sie ja immer ein Ergebnis. Sie wollen ja immer zufriedengestellt werden bei sich selber. Nicht? Also, und natürlich ist ein informelles Bild ein Bild, das Sie sofort eben, wie ich schon erklärt habe, zufriedenstellt. Ich meine, es sind ja bei mir informelle Bilder, also die eben zum Teil eben
nach 1951 entstanden sind, die ja sehr geordnet und sehr bewusst eigentlich eingesetzt wurden, die nicht, es ist ja in der Ausstellung, glaube ich, kein Bild, das aus der Zeit ist, also vor allem so weiße Bilder, die ja sehr ästhetisch, sehr hochstehend sind und wichtig. Also das hängt auch ein bisschen zusammen mit meiner damals doch sehr weiten oder mein Versuch eben Wien zu verlassen. Und ich habe ja damals begonnen eben mich in Deutschland zum Beispiel umzusehen. Also ich war dann einige Zeit eben in Köln, wo ich dann auch sehr alleinstehend dort gearbeitet habe und komischerweise ja sogar einen Galeristen gefunden habe, der mich ausgestellt hat. Das war der Siebrasse, der dort eine kleine Galerie hatte und der dann die erste Ausstellung gemacht hat, wo ich dann, wo komischerweise diese Gruppe, die Chicarias, also diese Gruppe, mit dem dann Gulda musiziert hat auch, die haben, waren damals bei der Öffnung der Ausstellung dort. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals dort als Aktion Bretter herumgeworfen habe und die Chicarias haben da in so einem offenen Wagen haben sie gespielt. Ne? Und damals waren sie noch nicht so berühmt, also das waren damals ihre ersten Einstiege in den Kunstbereich und das war mein Endergebnis sozusagen in Köln, wo ich eigentlich nach langer Zeit eben doch Fuß fassen konnte. Das war noch das Köln, wo sie vom Dom aus bis zum Hahnentor sehen konnte, weil alles kaputt war. Also das waren nur Ruinen. Also das war eine schreckliche Erinnerung. Also für mich dieses Erleben in diesem wirklich zerschlagenen Köln, wenn Sie das heute sehen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass man damals eben durch diese ganze Gegend hindurchschauen konnte. Es gibt ja noch ein Produkt aus der Zeit, das ist diese Kapelle, die innerhalb von den Bereich in Köln ist, die man so als Ruine hat stehen lassen. Also weil damals man ja plötzlich eine Zeit lang der Meinung war, ja, lassen wir die Ruinen, machen wir Häuser aus den Ruinen, was natürlich eine völlige Fehldenkungsweise war. Es gibt ja auch in Berlin diese eine Kirche, wo auch dieser Versuch gemacht wurde. Also ein Vorgang, den man heute überhaupt nicht begreifen kann. Nicht? Aber damals war das wirklich fürchterlich. Nicht? Und da waren aber für mich auch sehr interessante Eindrücke in Köln, weil komischerweise hat man vor allem Anton von Webern hochgeschätzt. Also man hat nur über Webern gesprochen. Ne? Also Stockhausen war dort der große Musiker und der war aber, oder Hänse, die aber so beeinflusst waren von Webern. Also der damals, das war die Figur, von denen alle gesprochen haben. Also ich kann mich erinnern, das hat mindestens 2 Jahre gedauert, bis das irgendwie weg war. Aber das war für die, für,
für die Kunstszene eigentlich eine der wichtigsten Erlebnisse und für mich auch ein ungeheurer Eindruck, weil es mich dann doch an Österreich erinnert hat, dass man die Österreicher doch schätzt, dass es doch einiges gibt, das man dort als wichtig empfindet. Also das sind so äußere Erlebnisse, die zwar unwichtig sind, aber vielleicht doch eine gewisse Bedeutung haben. Also ich war dann dort halt als armer Studierender oder als armer Studierender. Ich habe dann auch mal in Stuttgart beim Willy Baumeister also auch studiert oder hineingerochen, weil eigentlich überall dasselbe Erlebnis war für mich, dass man eigentlich in den Lehrbereichen sehr wenig erfassen kann. Deswegen bin ich ja eigentlich der Meinung, dass die Künstler doch sehr viel eigentlich aus Autodidakt und als viel mehr sich damit beschäftigen sollen, möglichst viele Kunst zu betrachten. Je mehr sie Kunst anschauen, umso mehr werden sie auch die Kunst verstehen und werden daraus auch lernen. Also das ist für mich eigentlich der eigentliche wichtige Moment. Und ich bin eigentlich da ganz der Auffassung, dass es eigentlich viel wichtiger ist, wenn die Künstler sehr viel betrachten, sehr viel herumkommen, sehr viel anschauen, sehr viel also von Kunstwerk praktisch zu Kunstwerk marschieren. Also das ist mehr Lehre, als wie wenn sie irgendwo diktiert werden von einer bestimmten Sache. Also ich brauche nur erwähnen, wie ich mit größter Begeisterung bin ich von Wien, wie ich diese ganzen informellen Skulpturen hinter mich hatte, bin ich mit größter Begeisterung nach Wien und wollte zu Wort drüber und habe mir gedacht, also jetzt wird die neue Zeit anbrechen. Man wird jetzt erst richtig erfahren, was Kunst ist und so weiter. Und dann gehe ich hin und dann sehe ich die Studenten, die dort alle Wortobermandeln machen. Nicht? Und also das heißt nicht, dass ich nicht Wortober sehr schätze, im Gegenteil. Also auch persönlich, den ich ja dann jahrelang mit dem ich sehr eng verbunden war, also der auch also als Mensch auch sehr wichtig für mich war. Aber wie ich da in die Schule hineingerochen habe, war das für mich, als wie wenn man mich erschlagen würde. Also ich verstehe, wenn Rainer sagt, ich habe 2 Stunden Akademie besucht und der ja immer mit Stolz darauf hinweist, ne? So könnte ich ja auch sagen, ich habe zwar ein bisschen mehr, weil ich ja auch dann zum Baumeister bin, aber eigentlich die 3 Stunden waren für mich auch etwas, was ich eigentlich akzeptieren würde und nicht mehr. Also ich habe mir gedacht, jetzt habe ich eine Riesenproduktion hinter mir und jetzt soll ich wieder von vorne anfangen. Das habe ich nicht begriffen. Also im Grunde sind viele entscheidender ganz kurze Momente, die auf einen einwirken. Also Baumeister, der sich
der über das Unbekannte in der Kunst zum Beispiel ein Buch geschrieben hat und darauf hingewiesen hat, dass die Kunst ja weitaus früher schon begonnen hat. Also ein Griff in einen Bereich, das man eigentlich vergessen hat. Also, und diese Momente sind eigentlich dann interessant, weil sie eigentlich mehr wiedergeben, als wenn ich nur jetzt in einer akademischen Form so brav meine Leistungen absitze. Also es ist besser, man arbeitet für sich dahin und betrachtet eben vor allem die Kunst. Also das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Dadurch kriege ich eigentlich erst ein echtes Verhältnis zu den Dingen. Also was Sie ja sicher bemerkt haben, ist ja, dass die Kunst von mir ja insofern schwierig ist, als man ja das Gefühl hat, man geht in eine Ausstellung, wo 7, 8 verschiedene Künstler arbeiten. Ne? Also wo es so ist, als wenn da viele arbeiten würden. Ne? Zumindest wird es mir so gesagt und zum Teil empfinde ich es ja auch so. Aber ich bestreite ja auch nie, dass ich mich eben vom Einfluss so und so vieler Personen auch erfassen lasse. Also ich bin da ganz der Meinung, dass man ohne weiteres mich als Epigonen sehen kann oder als jemand, der überall, wo er noch hinkommt, etwas herausziehen kann oder heraussehen kann. Also das ist für mich schon weiterhin wichtig. Und noch eins wollte ich sagen, dass zum Beispiel diese Ausstellung, und da bin ich der Agnes Husler Arku sehr dankbar, dass sie diese Ausstellung gemacht hat, weil es eigentlich die erste Ausstellung ist, die eben einen Einblick gibt von meiner Arbeitsweise und von dieser Problematik, die natürlich schon sehr hereinwirkt. Nicht? Also diese Problematik der Nichtfassbarkeit. Nicht? Also dass ich immer wieder herumspringe. Nicht? Also wenn ich merke, das geht nicht mehr oder ich will nicht mehr oder es wiederholt sich etwas, dann gehe ich eben weg von der Arbeit und steige irgendwo ganz anders ein. Das hat natürlich auch damit zu tun, und da kommen wir wieder zur Ideologie der Künstler. Ob das jetzt, ich nenne bewusst natürlich bedeutende Künstler, weil da sieht man es, ob das jetzt Kandinsky ist oder Malevich oder wer das immer ist oder der Schlemmer. Also da sehen Sie ja immer, dass die alle sehr stark in der Wiederholung dahin arbeiten und dass sie, sobald sie ein System eben entwickelt haben, dieses System natürlich nicht verlassen wollen, aus welchem Grund immer, das ist egal. Und das ist ja auch eine Sache, die die meisten Künstler, eben die meisten Künstler nachhängen. Sie hängen diesem System der gleichbleibenden Formulierungen hängen und getrauen sich nicht, dieses Glücksgefühl, nicht? Weil das ist ein Glücksgefühl, wenn man etwas vollendet hat, also wenn man weiß,
hier ist es, ist das geschehen, ist das passiert und hier, hier habe ich jetzt, werde ich sichtbar und die Leute erkennen mich an. Das ist eine äußerst gefährliche Sache, also nach meiner Meinung. Deswegen habe ich ja auch diese eigene Ideologie aufgestellt, eben diese Ideologie der permanenten Veränderung, die ich ja, wie Sie wissen, ja verfolge und die mir ja nicht immer gelingt. Das heißt, ich mache ja auch, bin ja auch unterworfen von Serien, nicht? Weil Serien einfach bequem sind. Das heißt, ich bleibe immer in einer Qualität, die sich nicht ändert. Nicht? Diese Qualität ist eben diese nicht, dieser Vorgang des Nicht-Sich-Verändern. Also habe ich eben diese Ideologie des sich laufenden Veränderns eingesetzt, was mir natürlich genauso wie andere, die es eventuell probieren, nicht gelingt oder nicht immer gelingt, weil so viele Gesichter und Neusetzungen sind ja äußerst schwierig. Also weiß ich ja oft nicht, ob es mir gelingt oder ob ich durchdringe mit dieser Idee, die insofern auch eine internationale Idee inzwischen geworden ist. Das heißt, dass eigentlich der Begriff der Stilbildung eigentlich etwas ist, was gar nicht stimmt. Eigentlich kann ich nur von Künstlern sprechen, die eine bestimmte Sprache sprechen. Also es gibt keine Maler des Barocks, wenn Sie so wollen, ich gehe sogar so weit zurück, sondern es gibt nur Maler, die eben zufällig in eine Zeit hineingeboren sind, wo eben gewisse Geschmacksvorgänge da sind. Nicht? Also ich kann ja nicht ein barockes Bild malen, sondern ich kann nur das tun, was ich in dieser Zeit, in der ich hineingeboren bin, aussagen kann. Und das ist eigentlich der eigentliche ideologische oder die Überlegung von mir, dass es eigentlich nur Künstler gibt und dass es eigentlich keine wie immer geartete Zusammenfassungen gibt, aber eigentlich sind die Bezeichnungen nach meiner Meinung falsch, weil eigentlich im Endeffekt der jeweilige Künstler existiert. Natürlich sind da die Zeitabläufe verschieden, also das Barock oder diese Art zu malen war in Österreich sicher später und so weiter. Und ähnlich ist es ja in der Moderne, nicht? In der heutigen. Sie kennen eben unsere Zeit nicht mehr in einen Gesamtzusammenhang mehr bringen. Nicht? Also insofern wollte ich ja eigentlich mit dieser permanenten Veränderung auch aussagen, dass es eigentlich keinerlei Bewegungen gibt, die man in eine Richtung zusammenfassen könnte. Ich meine, wenn die Kubisten haben probiert, es ist ja immer ein Versuch, etwas für immer festzuhalten. Nicht? Also immer wollten sie eigentlich eine bestimmte Aussage festhalten. Nicht? Also insofern ist es sicher interessant, dass es im Bereich von gewissen Bereichen
gewisse Aussagemomente gibt, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ist für mich eine interessante Ausstellung, die ja auch von Belvedere hier gemacht wurde, im unteren Belvedere, diese Ausstellung, die eben eine, versucht, eine Sprache zu interpretieren, die eigentlich für den österreichischen Bereich wichtig sein kann. Die Ausstellung ist sozusagen zwar nur eine Skizzierung, aber ich glaube, dass hier ein großer Ansatz drinnen ist, indem man eben einen bestimmten Bereich festlegen kann. Also Sie sehen ja in meinen Äußerungen, dass ich ja in einem Widerspruch bin. Also in einer Seite wäre es mir angenehm, wenn es eine österreichische Interpretation von Kunst gäbe. Also das wäre eben zum Beispiel diese Ausstellung, die da im unteren Belvedere stattfindet, die nach meiner Meinung eine ungeheuer bedeutende Ausstellung sogar ist. Sie ist nicht vollendet in dem Sinn, aber als Skizzierung, als ein Hinweis einer anderen Sprachform. Also das finde ich eine tolle Leistung und eine der wichtigsten Ausstellungen, die in Wien gemacht wurde. Also ich finde, dass das eigentlich weiter beachtet werden muss und dass man diese Form der Aussage eigentlich wesentlich erweitern sollte. Also um auch zeitgeschichtlich irgendwas hereinzubringen, was nach meiner Auffassung sehr wichtig wäre. Also, Sie sehen ja, es ist ja kein Vortrag, was ich mache, sondern ich bringe nur gewisse Erfahrungswerte herein, die man eventuell beachten oder nicht beachten kann. Wenn Sie, ein bisschen haben wir ja noch Zeit, nicht? Also ich hätte ja noch eine Viertelstunde, ungefähr, nein, 10 Minuten. Also würde ja dem Publikum ohne weiteres den Vorrang geben. Sie können mich ja was fragen, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Bitte, vielleicht wagt es jemand. Bitte. Was Sie uns so wunderbar vom Leben erzählt haben, ja. Haben Sie oft. Grüß Gott, Dobrodan aus Kärnten, Koroschka. Weil Sie uns so wunderbar über das Leben erzählt haben und Ihre Ausstellung im Hintergrund zu sehen ist, hatten Sie oft Zahnweh? Weil ihre wunderschönen Zähne so präsent sind. Nein. Oh ja, ich habe oft Zahnweh gehabt. Ich habe ja auch eine Zahnärztin geheiratet. Aber das hat nichts mit meinen Zahnweh allein zu tun, sondern irgendwie war das eigentlich in der Zeit, wo eben die Popkunst eine Rolle gespielt hat, bin ich natürlich beeinflusst. Da ich mich ja dauernd wandle, bin ich natürlich beeinflusst von der damals entstandenen Popkunst. Es hat ja damals der Werner Hofmann eine hervorragende Pop-Ausstellung gemacht. Also das hat man ja schon fast vergessen. Also die wirklich entstanden ist ein halbes Jahr, nachdem es die Pop-Art gegeben hat. Also die war ganz früh in Wien. Und das
Das war sicher eine der wichtigsten und erstaunlichsten Ausstellungen, die mich natürlich auch beeinflusst hat. Nicht? Also Zahnweh, habe ich meine Zahnärztin kennengelernt und lieben gelernt, und wir sind schon 28 Jahre beisammen, trotz Zahnweh von damals. Also Zahnweh kann auch vom Vorteil sein. Ne? In dem Fall vom Vorteil. Ne? Und es sind ja gleichzeitig auch sehr schöne Zähnebilder entstanden, die ja eben ein Teil von Schande sind für mich, weil ich ja mein System eigentlich verlassen habe. Nicht? Also ich habe ja eine Serie gemacht. Nicht? Es gibt ja da ungefähr 30, 40 Bilder von diesen Zähnebildern. Nicht? Das war natürlich auch eine Erfolgsfrage. Das spielt natürlich auch immer wieder eine Rolle. Sie haben Erfolg in einem bestimmten Bereich und dann tut es ihnen furchtbar leid, diesen Erfolg zu verlassen. Also ist es sehr bitter, wenn man diese Zahnserie verlässt. Weil es ja eigentlich, da habe ich ja auch relativ gut verkauft. Also das war ja sogar ein bisschen ein Geschäft. Ne? Was ja auch nicht unangenehm ist. Ja? Also Zähne als Verkauf und Zähne als Erfolg gegen der Erfolg, meine liebe Frau kennengelernt zu haben. Ja? Und dass wir uns immer noch sehr gern mögen. Noch eine Frage? Ja, bitte, eine Frage ist noch von mir. Also zuerst einmal wollte ich mich bedanken für diesen offenen Vortrag und auch die Offenheit dieser Ausstellung, die mich sehr beeindruckt. Und Sie haben eingangs drei Künstler erwähnt, die Sie sozusagen beeinflusst haben. Und einer ist aus meiner Sicht ein bisschen heute in Vergessenheit geraten, der André Masson. Ja. Und ich wollte mich erkundigen, also erstens einmal, wo der Bezug zu Masson entstanden ist und zweitens, wie Sie sein Werk heute einschätzen. Jetzt habe ich das Letzte habe ich nicht verstanden. Also, welchen Bezug Sie persönlich zu André Masson gewonnen haben und wie Sie das Werk von Masson heute einschätzen? Also persönlich habe ich ihn nicht kennengelernt, aber sein Werk habe ich von Anfang bis zum Ende immer hoch geschätzt. Und zwar aus dem einen Grund, weil er eben ein Künstler ist, der ähnlich denkt eigentlich als ich, der eigentlich immer wieder eben Sprünge hat in seinen Arbeiten, nicht? Und vom Surrealen bis zum Gegenständlichen, vom Abstrakten bis zu collageartigen Arbeiten. Also das hat mich einfach beeindruckt, wie er arbeitet. Ne? Also das ist das, was mich da sehr beeindruckt hat. Und eigentlich ist ja er derjenige, der ja sogar vor den Max Ernst eben zum Beispiel dieses Träufeln erfunden hat. Es ist ja ungerecht, dass alle, die geträufelt haben, eben mit den Farben herumgespritzt haben, dass die ja eigentlich immer so in Bezug zu Pollock gestellt werden. Also der natürlich schon ein großartiger Maler ist, aber nicht eigentlich derjenige, der die Leute in dem Sinn beeinflusst hat. Also die Einflussseite kommt eben viel mehr eben von Masson, weil der so ein verzwicktes und
sehr verschieden laufendes Werk hat, so wie eben Max Ernst auch, nicht? Der sehr gegenständlich sein kann, dann wieder sehr viel mit technischen Möglichkeiten arbeitet und herum experimentiert, oder zumindest es erscheint wie ein Experiment, aber die Bilder entstehen eben durch technische Manipulation. Ne? Das ist eben beim Masson auch, der spielt eben auch eine Rolle in der Richtung. Ne? Also Sie sehen ja, ich bevorzuge eben im Einflussbereich Personen, die eben nicht unbedingt eine Linie verfolgen, die sich eben immer wieder verändern und ich meine, sie sind erkennbar, nicht? Max Ernst erkennen sie ja sofort, aber wie schwierig er zum Beispiel ist seine ganzen technischen Abläufe sind so kompliziert. Das sind ja auch die Dinge, die man ihm immer vorgeworfen hat, ne? Dass er viel zu viel herummanipuliert mit der Technik und eigentlich viel weniger sozusagen sich selbst einsetzt. Also das sind die interessanten Figuren, die für mich immer wichtig waren. Gut. Ich hätte eine Frage. Bitte. Meine Frage wäre, ich habe auch eine Frage, zu Ihrem Arbeitsprozess selber, also zur Idee und Konzept und Ihrem Prozess, welche Rolle spielt die Idee und das Konzept? Tritt das zu Beginn auf oder während des Prozesses? Wie ist Ihre Reflexion mit dem Arbeiten und mit Ihrer Idee? Das würde mich sehr interessieren. Und Ihre Bezüge. Ja, Man glaubt immer, dass man in der Kunst die Überlegungsmomente in der Kunst sind ja in dem Moment, wo sie arbeiten. Ne? Das heißt, sie beginnen, ohne dass sie eigentlich wissen, was es wird. Ne? Das ist ja eigentlich der eigentliche Moment. Ne? Das wissen sie nie und das kennen. Natürlich ist ein Unterschied, wenn sie einen Auftrag bekommen. Nicht? Also zum Beispiel habe ich da einen Auftrag gekriegt, ein Glasfenster zu machen. Nicht? Das war für mich, also für eine Kirche, ein Glasfenster. Also. Und da war auch vorgeschrieben, was? Eine Auferstehung. Nicht? Also, das heißt, ich musste mich total umstellen. Ne? Das heißt, ich habe eigentlich, das war für mich Schwerarbeit. Und eigentlich, muss ich ehrlich sagen, das hat mir nicht nur ungeheuer viel Zeit genommen, sondern auch mich ungeheuer gequält, nicht? Ich meine, das Endprodukt ist dann wirklich gut geworden, aber nicht durch mich allein, sondern eigentlich durch die Glasmalerei, die eigentlich mehr daraus gemacht haben. Ne? Also so gerecht bin ich schon, ne? Dass ich eigentlich gefunden habe, wären die nicht gut gewesen, ne? Dann wäre das sicher ein Fiasko geworden, weil eben diese Qual für mich so arg war. Insofern ist mir natürlich ein Prozess oder eine Arbeitsweise lieber, wo ich einfach beginne. Nicht? Der Beginn hat ja oft einen zeitlichen Ablauf zu tun. Nicht? Also zum Beispiel gibt es ein Riesenbild in Bilbao,
also die Kinder von Bilbao. Dieses Bild, das ist von also 20 Meter und 5 Meter hoch, das Bild habe ich gemacht, weil ich dort in Bilbao so viele Kinder herumspielen habe gesehen und bin ich dann hin und habe das gemacht. Das ist zwar, das ist ja nicht die Antwort jetzt, aber das ist zum Beispiel ein Moment, wo du eben angeregt bist von einem Vorgang, der dir gegeben wird durch die Räumlichkeiten. Die haben gesagt, in diesem Raum da, diese 20 Meter und 5 Meter Höhe, das, da könnte man was machen. Und dann eben diese Kinder da, die da in diesem Museumsbereich alle gespielt haben und einen riesen Wirbel geschlagen haben, haben wir gedacht, ja, das wäre jetzt eigentlich ein Thema, ein Vorgang, jetzt machst du es. Also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt da die richtige Antwort gebe, aber es gibt eben verschiedene Momente, wo man eben durch äußere Erscheinung, also durch den Raum und eben durch diese Thematik, das sind die Kinder, bestimmt wirst. Ob ich es dann getroffen habe, also die waren ganz zufrieden, sie haben es gekauft. Ja, das gibt es noch eine Frage, sonst würde ich beenden. Nein, noch nicht. Ich könnte dich hier das persönlich fragen, aber vielleicht interessiert es das Publikum auch. Du hast zwar gesagt, 3 Stunden in der Akademie sind mehr als genug, aber ich möchte noch mal darauf Bezug nehmen, was mich interessiert ist, neben deiner Rolle in deiner Ideologie, die von einer ganzen Generation übernommen wurde, möchte ich behaupten, und als Schüler von dir auch, hat doch deine Lehre in deinem Lebensweg eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Da wollte ich dich fragen, wie konntest du von der informellen Plastik und informellen Malerei die Qualität dann heraus bestimmen, auch jungen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber in der Lehre, die du ja so lange Zeit auf der Angewandten betrieben hast, wie ist es möglich, vielleicht kannst du darüber etwas sagen, Qualitätskriterien an deine eigene Arbeit anzulegen und an die Arbeit anderer? Ja, Qualität. Das heißt, ich habe von vornherein ja diese offene Lehre eben angestrebt. Das war, die Schüler ja das wissen. Ich habe ja immer Ausstellungen, Künstler, also immer habe ich Vorträge in Ausstellungen gehalten. Ich habe immer die Schüler hingewiesen auf die Kunst. Ich habe ja nie erklärt, sie müssen das und das machen, sondern ich habe ihnen immer gesagt, was eigentlich an Qualität sichtbar ist, also was man sehen kann und so weiter. Das war ja meine Lehrform. Nicht? Meine Lehrform war, möglichst viel den Leuten an Kunst zu zeigen. Nicht meine, sondern jede Ausstellung, die wichtig war, und es waren immer wichtige Ausstellungen, so ist es ja nicht, auch unwichtige Ausstellungen können von Bedeutung sein für die Lehre, weil man ja darauf hinweist, dass das schwach ist und nicht gut, dass die Leute eben unterscheiden können und eine Kritik, ihr kritisches Vermögen entwickeln. Das war mir eben wichtig. Also ich hab ja nie mich selbst eingebracht, wie Sie wissen. Also das war von vornherein mein Ziel und
natürlich habe ich auch eine Zeit lang mich selbst vergessen. Das heißt, in der Zeit, wo ich wirklich intensiv mich mit der Schule beschäftigt habe, habe ich ja auch pflichtgemäß mich selbst vergessen. Ist halt so. Und als ich die Schule geleitet habe, habe ich ja sehr viel verändert. Ne? Dabei muss ich ja sagen, dass mein Vorgänger Unger zum Beispiel ungeheuer wichtig war für die Schule. Der hat wirklich die tollen Professoren hereingebracht, ne? Die ja das ganze Haus doch verändert haben. Ne? So hat es ja eigentlich begonnen. Ne? Und ich habe auch einen Teil mit beigetragen. Wenn noch jemand was, würde ich schon beenden und mein Bedauern aussprechen, dass ich keinen Vortrag gehalten habe. Herr Oberhubert, der Vortrag ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch eine Frage, du das Telefon, das Ding ist ausgefallen, glaube ich, aber es gleich. Sehen Sie sich die Frage. Ja. Achso, das funktioniert nicht. Ja. Einfach, Sie auf, vielleicht ist es ja. Ich möchte einen Satz noch einmal hinterfragen: die Disziplinlosigkeit der informellen Kunst. Ja. Wenn ich ans Handtuch denke, den wir ja gemeinsam. Damals, Sie haben die Ausstellung von mir damals übernommen nach Wien. Hans Hartung war ein unglaublich disziplinierter Künstler. Das hat dann später die Leipziger Ausstellung doch sehr schön gezeigt. Ja. Er hätte sich auch aus ökonomischen Gründen nicht leisten können, loszuspritzen, weil wenn ihm das nicht gefallen hätte, hätte er sich die neue Leinwand nicht leisten können. Also hat eigentlich immer sehr diszipliniert gearbeitet. Ja, ich will ja den Hartung nicht in diesem Zusammenhang nennen, weil er eigentlich ganz ein, der hat eigentlich mit dem informell, so wie ich ihn meine, nichts zu tun. Der Hartung ist ein ganz wichtiger Pionier, also ein Vorläufer, eigentlich ein Anreger für das Informell. Das ist ja meine Meinung, nicht? Also er wird zwar unterbewertet, aus dem einen Grund, weil er, auch wenn die Leipziger Ausstellung eine sicher bedeutende Ausstellung war und sehr viel anderes gezeigt hat von ihm, was man viel zu wenig kennt, er ja doch als Pionier und eben in eine Zeit hineingewachsen ist, wo man ihn ja eigentlich nicht beachtet hat in der Form. Nicht? Der ganze Krieg und der Vorläufer, seine Tätigkeit bei der Fremdenlegion und so weiter. Also es ist ja, war ja für ihn nicht so einfach. Nicht? Also sein Einsatz für die Kunst ist ja ein weitaus komplizierterer, nicht? Auch seine ganz frühen Arbeiten und so weiter. Nicht? Also ich bin ja immer ein Fan von ihm gewesen und ich habe ja auch unbedingt wollen, dass er den Kokoschka-Preis damals kriegt. Das war ja eine Gründung von mir und er hat ihn dann auch gekriegt. Das war nur eine Stimme, die, also ja, es war ganz knapp. Also, und ich habe das nie bereut. Und was noch dazu interessant war, dass ja seine Frau, die Kaufmann, ja zusätzlich noch eine bedeutende Künstlerin ist.
und ja Schülerin der Kunstgewerbeschule war, und zwar eine wirklich wichtige Schülerin war. Und die hatte sehr viel mir vermittelt über den Schulablauf, nicht? Über gewisse Professoren, die man vergessen hat und so weiter. Also das zusätzlich als eine wichtige Sache. Außerdem habe ich damals ja für die Schulsammlung ein sehr großes Bild gekauft. Ne? War nur eine Linie. Ne? Aber es hat mich eigentlich sehr beeindruckt, das Bild. Und was mich beim Hartung auch beeindruckt hat, dass er keine Ausstellung ohne seine Frau gemacht hat. Ne? Er hat immer für seine Frau auch einen Raum beantragt und das wurde ihm immer gewährt. Gut. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt was gesagt habe. Danke. Wunderbar. Vielen Dank.